Moin, moin Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 2. So, jetzt sind wir auch mal hier auf dem neuen Hardware-Setup, denn City Skylines 2 ist ja grafisch nicht schlecht, ja? So, ich schmeiß mal Musik an. Ja. So, das ist ein kleines Stückchen zu laut. Bisschen leiser. So, und zwar sind wir wieder hier endlich wieder zurück, ne? Grafik sieht vielleicht ein bisschen anders aus als in den vorigen Folgen. Quatsch, nein, gar nicht. Okay, wir haben oben links also auch mal ein paar Mods zum Laufen gebracht. Das ging die letzten Male wie auch nicht so gut. Naja, jedenfalls, da sind wir wieder hier in Eckernförde, unserer feinen Stadt hier, die im Moment allerdings nur um die ja, knapp 3000 Leute hat. Aber wir kriegen wohl 100 pro Stunde wieder rein. Okay. Das ist natürlich sehr schön. So, wie viele Leute passen in die Häuser? 45, was? Haushalte, also okay, ja gut, Haushalte kann ich nachvollziehen. So, ja, da sind wir wieder. Hey, in der letzten Folge haben wir uns um billige Wohnungen gekümmert, ne? Das war ja irgendwie was. Und wir haben eine riesige Nachfrage nach. Ah, Ufer, aha. Das ist cool. Wir haben halt eine riesige Nachfrage nach Geschäften. Wir müssen ja gerade mal gucken, wie wir dieser Nachfrage mal entgegenwirken. Das Problem ist halt nur, okay, wir können Bürozonen machen. Wir könnten halt irgendwo so ein Bürogebiet halt eröffnen und wenn man dort ein paar Geschäfte zwischenklemmt, es könnte klappen, dann können die Leute halt von den Büros rüber halt ein bisschen, weiß ich nicht, für die Mittagspause oder sowas ein bisschen was besorgen. So, ich möchte mal die Hilfslinie gerade mal nicht mehr haben. Machen wir mal so. So, warte mal, dann machen wir uns doch mal hier so ein Bürogebiet irgendwie fertig. Gerade mal kurz gucken, wie wir das jetzt anstellen am besten. Und was soll eigentlich dieses Ausblenden hier, hä? Ja, pass auf, da müssen wir nur eine Kleinigkeit ändern. Stopp mal kurz, Freunde, machen mal kurz Pause. So, was haben wir denn hier für eine Straße? Es dürfte eine solche hier sein. So. Ja, warte mal. Das ist halt zu steil. Nehmen wir mal den hier. Kollege, macht mir keine Säulen. Was soll denn diese Brücke hier halten? Kannst du mir mal. Kann halt eine Stahlbogenbrücke neu hinbauen. Ja, das wäre schon realistischer. Das Ding halt, aber. Oh Gott. Und die Straße sieht halt irgendwie weird aus. Naja, dann machen wir halt den hier. Und dem LKW hier geht's gut. So, okay, und dann war jetzt halt die Überlegung. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz. Weil wir können ja hier mit dem Gelände. Moment, wir können ja hier so eine Trassteigung, genau. Wenn ich jetzt mich hier einen Rechtsweg mache, kann ich dem sagen, so steig mal bis da an, genau. Dasselbe würde ich dann übrigens auch nochmal hier überall machen wollen. So, dann machen wir das hier auch nochmal. So. Ich werde nochmal kurz wegen der Straßen gucken. So. Ja, warte, ich würde schon gern mal ein bisschen mit dem Gelände gehen hier. So, dann machen wir wieder 40. Und dann machen wir. Warte, hier können wir eigentlich 20 machen oder 30. So, dann müssen wir hier nämlich 90 Grad machen. So, und jetzt könnten wir hier nämlich einmal kurz eine S-Kurve zimmern. Nur mal gucken, wie. So zum Beispiel. Na ja, gut.
Das finde ich jetzt interessant aus. So, Parkplatz hätte ich gern. Wo waren die Parkplätze nochmal? Wenn wir so ein Bürogebiet dann hochziehen, dann bräuchte man vielleicht auch mal Parkplätze. Ah. Wir haben das noch gar nicht freigeschaltet. Alles klar. Einen Moment. Parkplätze. Ja. So. Jetzt können wir Parkplätze machen. Und was ist der Unterschied zwischen den beiden hier? Warum gibt es zweimal eine Parkplatzkategorie? Warum gibt es die doppelt? Hä? Ist hier so ein Parkplatz, den man selber zusammenbastelt, oder? Ach so. Ich hab noch nie mit Parkplatz. Ich hab doch schon mal Parkplätze. Ach, das sind einzelne. Ach so, ist das. Gott, ich habe ja noch nie mit Parkplätzen gearbeitet, stelle ich gerade fest, scheinbar. Also scheinbar, ne? Ich meine, ich hätte aber schon mal gearbeitet mit denen hier. Also auch, dann machen wir das einfach so. Ich leiste hier mal einen Parkplatz hin. Dann können wir hier ein bisschen Gewerbe noch hinpacken, aber nur so kleine Läden. Ich dachte nur so kleine Läden. Was ist denn das hier? Nordamerikanisch und europäisch. Ah, jetzt kann ich sogar noch sagen, was genau, okay. So, und dann machen wir hier den Rest. Also zumindest das hier kommt dann mit Bürogebäuden zu. So, auf der anderen Seite wollte ich auch nochmal einen Parkplatz hinkleistern. Dann machen wir halt hier irgendwie so eine kleine Art Commercial Zone oder sowas. So. So, was haben wir denn? Ja, okay, hier könnten wir halt nochmal wieder so eine kleine Straße hinkleistern. Also, müssen wir nur gerade draus machen. So, dann können wir nämlich hier auch nochmal ein kleines bisschen Geschäfte hinpacken. Was passiert eigentlich, wenn jetzt unter dieser Brücke hier so Mini-Platzausweise? Ich glaube nicht, dass da irgendwas hinpasst. Das geht, glaube ich, einfach nicht. Naja, so, pass auf, dann mache ich das wieder weg. So, lass mal überlegen. Also, ich brauche dann hier vielleicht nochmal einen kleinen Parkplatz wieder, vielleicht so einen ganz kleinen. Jetzt muss er sich so ultra, ne? Also. Dann können wir ja auch noch mal ein bisschen Gewerbe quasi auslegen. Ist halt jetzt nicht viel Platz, aber irgendwas wird da schon reingehen. Wenn niemand will, dann wird da schon irgendwas gehen. Okay, einfach nur, weil wir es können. Mache ich unter der Straße jetzt auch noch mal unter der Brücke hier. Ich will wissen, was sie dann machen. Das hier sieht nach einer Lieferzone aus. Sie ist aber irgendwie eingezäunt mit allem, das. Ich frage, wie man da beliefern soll. Ach so, hier vorne wahrscheinlich. Nee, das ist kein Tor. Hä? How is this supposed to work? Was? Wie soll das denn funktionieren? Ja, gut. Ja, die machen das schon irgendwie. Das heißt also, die ganzen Läden hier haben tatsächlich einfach selber. So, aber wie sieht denn das eigentlich aus mit den, Arbeitslosen? Was ist denn hier los? Die sind alle recht unzufrieden. Mangel an Unterhaltung. Ja, okay, wir brauchen also noch ein bisschen Parks oder sowas. Das ist nicht unbedingt ein Park. Wo sind die Parks? Die sind hier. Ah, wir haben gar keine Parks, deswegen beschweren die sich. Alles klar. Na, dann wollen wir das mal ändern, ha? Huh? So, wo können wir denn, welche Häuser können wir denn mal über. Welche Familien können wir denn mal ihre Häuser berauben, um Parks zu bauen? Ja, hier ist halt doof. Würde ich das so zwischensetzen können, das wäre schön, aber es geht leider nicht. Das heißt, die Kollegen haben schon mal einen Park bekommen.
Okay, hier haben wir gerade keinen Platz. Kriegen wir einen kleinen hin, irgendwie so einen ganz kleinen, den wir irgendwo zwischengleisern können. Ja, auch nicht so. Ich hätte schon gern einen, der halt diese Lücke hier wirklich am besten perfekt füllt. Ah, cool, danke fürs Achievement. Dann kann ich denn die Dinger nicht drehen? Das finde ich sehr unschön. So, warte mal, dann. Das ist zu groß. Ja, komm, dann. Schauhaus. Wo ist denn unser botanischer Garten noch gleich hier? Ich finde halt irgendwie auch so eine Einkaufsecke ganz cool. Aber weiß ich, wir probieren da mal was. Also. Ich finde das nur etwas unschön, dass es hier so eine Kreuzung bildet und dieses Stück Straße sieht auch scheiße aus. Ah, maximal scheiße. Ich sehe nichts. Es ist alles so dunkel hier. Wie soll ich denn hier jetzt arbeiten, meine Mist hier? Es ist viel zu dunkel. So. Also wirklich, bei Nacht bauen ist eine Katastrophe hier in diesem Game. Irgendwie. So. Ja, machen wir Hilfslinien weg. Ich möchte jetzt eigentlich nur kurz ein paar Meter Straße setzen, die nicht mit Kurve sind. Weil es halt nicht so scheiße aussieht. So, warte. Wir machen hier keine Ampel hin. So. Vorfahrtgewehren jetzt in der Fußgängerzone, was zum. Nee, aber ich denke, da machen wir noch vor der erstmal Feierabend. Da haben wir jetzt erstmal einen botanischen Garten hingekleistet. Also irgendwann wird ja auch noch der ÖPNV ganz interessant. Und es fahren unfassbar viele Taxis. Heilige, okay, wir brauchen dringend auf den Haupttaxirouten mal einen Bus. Damit die den nehmen. Verstehe. Ey, die fahren halt auch alle irgendwie nach draußen. Was ist denn hier los? Dieser. Ja, so wie so im Thema Traffic Flow läuft, ne? Ja, ich sehe, was wir in der nächsten Folge zu tun haben, ha? Hey, Driving Ja, Advisory has super, dass du nochmal laberst. Interessiert mich nicht. Gut, dann gucken wir mal, was wir geschafft haben. Wir haben einen botanischen Garten hinbekommen. So, und die labern immer noch. Geht weg. Haut ab. Halt doch mal die Fresse. Alter, wir brauchen dringend die Möglichkeit, dieses Gelaber am Radio auszuschalten. Ich will das nicht. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal angehört, fand's lustig und jetzt finde ich es langweilig und will es nicht mehr hören. Vor allem eine Aufnahme nicht. So, aber gut. Upsa. So, ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und diese schönen Polarlichter. Bis zum nächsten Mal und ciao.